Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Kanal. Heute öffnen wir 5 Stickertütchen der aktuellen Bundesliga-Sticker. Es ist aber nicht nur ein Pack-Opening heute, sondern auch eine Prognose zum Spiel heute Bayern gegen Wolfsburg, weil Bayern mein Lieblingsverein ist. Zwei Booster pro Halbzeit, also zwei Stickerpackungen pro Halbzeit und ein Päckchen für die Nachspielzeit. So, wir öffnen die ersten beiden Booster und gucken, was sich tut. So, da haben wir die Trikots von Freiburg. Salomon Kalou von RB Leipzig, Timo Werner von Köln, Höger und Freiburg von und Schuster von Freiburg. So, bis jetzt hat sich noch nichts getan. So, dann haben wir Alex Meyer, Jonathan Tah, Levels, dann De Blasis und Konopli. Janka von Schalke. So, in der ersten Halbzeit hat sich nichts getan. Mal gucken, ob sich das in der zweiten Halbzeit ändert. So. Da haben wir die Hertha-Trikots. Dann von Hoffenheim, Toljan. Von Hertha, Jastein. Von Bremen, Gebre Selassie. Und Blaschikowski, limitierte Auflage, bringt Wolfsburg in Führung. 0:1 für die Wölfe. So. Jetzt haben wir Fritz, dann Scher, Duda, dann Demme und Schwollo. Also nach den regulären 90 Minuten 0:1 für Wolfsburg. Kann Bayern sich noch ins Elfmeterschießen retten? Frage: Ja, nein. So. Die Nachspielzeit ist angebrochen. Da haben wir drin die Trikots von Hannover. Fedetzky. Und Wolfsburg führt mit 0:2 durch Robin Knoche. Dann noch Marcel Risse und Kingsley Coman schafft noch den Anschluss, aber leider zu spät. So, das ist die Bundesliga-Prognose. Sie ging 1:1, Bundesliga-Prognose, das war die DFB-Pokal-Prognose. Das Ergebnis ist 1:2 für Wolfsburg. Ich als Bayern-Fan hoffe natürlich, dass es nicht so laufen wird. Ich denke, dass es andersrum gehen wird. Es wird ein knappes Spiel werden. Aber ich hoffe trotzdem, dass es für die Bayern ausgebe, weil ich bin wirklich großer Bayern-Fan und es wäre sehr schade, wenn sie jetzt schon im Achtelfinale oder was ist das? Achtelfinale, ne? Ausscheiden würden. Und ja, das war die Bundesliga? Das war die DFB-Pokal-Prognose. Unsere Special-Karten, die wir gezogen haben, waren natürlich die Limi von Wolfsburg. Dann hatten wir noch drin Kapitän. Noch ein Kapitän und der Starspieler von Leipzig. Das sind so die Top-Karten gewesen. Sticker. So, das war die DFB-Pokal-Prognose. Jetzt war es richtig. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, wie das Spiel ausgehen wird. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bei den nächsten Videos wieder einschaltet. Ich denke, es wird 2:1 für die Bayern ausgehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Abonniert den Kanal, wenn ihr Lust habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.